Okay, wir gehen einfach mal alle ein bisschen auf die Häufen, sozusagen. Okay. Okay. Wunderbar. Natürlich, natürlich. Ein Gegner, der Granaten werfen kann. Will ich unbedingt haben jetzt. Müssen wir erstmal, denke ich, direkt die Granaten, die wir haben, raushauen. Ja, und ihr seht, das hier ist also hoppla. Das hier ist also die Rückseite des Schiffes. Und hier haben wir einen Hangar, wo es reingeht. Und hier seht ihr ja die ganzen Kapseln und so. Das sind, ich weiß nicht, ob man es... Na, kann man eigentlich nicht wirklich erkennen. Ich vermute halt mal, dass da die ganzen Menschen reingesteckt werden, die auf gefangen genommen haben immer. Mit dem grünen Gezeugs. Denn wie ihr seht hier, ist das Level zu Ende und... Hier ist das Level zu Ende. Und das Ding geht halt... Das Schiff geht bis hier, wo das Level zu Ende ist. Und da ist die Farm. Was ist denn das? Ist das ein Bus? Ach nee, da ist ein Traktor und ein Anhänger dran. Okay. Tja, jedenfalls Raumschiff. Okay. Wir haben 4 Raketen zur Verfügung. Und der Schuss ist blockiert. Warum ist der Schuss blockiert? Aber hier treffen wir hin und das tun wir. Stirb, bitte. Okay, die kleinen Bitches hier sind schon mal weg. Und dann möchte ich gleich die nächste Granate reinsetzen. Und jetzt ist der Schuss auch nicht mehr blockiert. Hihihihihihihi. Arsch. Ah, das wird sie trotzdem überleben, aber wir gehen einfach noch mit einer Dings. Nee, das war ein kritischer oder sowas. Nice. So macht's Freude. Okay, und da wir immer so schnell unsere Supporter verlieren, lasse ich den Chat jetzt mal noch kurz sitzen. Und lass weiter unsere Schrotflintenkollegen hier. Feinde gesichtet. Yeah. Dieses Alien dort drüben. Es trägt keine Waffe wie die anderen. Welche Aufgabe könnte es haben? Wir haben es doch schon erforscht, Schätzchen. Okay, geh mal nach da vorne. Und auf den Feldposten. Genauso wie... Du, ach, du siehst niemanden. Deswegen gehst du auch mal auf den Feldposten und bleibst da. Und du, genauso. Wir sind gerade in etwas beschissenen Position noch hier unten, gerade was Granaten angeht. Und unser Schlitzer ist zu weit vorne. Wow. Viel zu weit vorne. Aber er hat ein bisschen Schwein gerade mal so. Wo bringen wir seine Hoheit hin? Tja, am besten irgendwo hin, wo wir sehen könnten, wie weiter laufen kann, aber das können wir mal wieder nicht. Habt ihr diesen Fehler nur ich oder habt ihr den Fehler auch? Bitte sagt mir das. Jetzt, Dankeschön. Ja, bescheuert. Wir müssen mal hier rüber und gehen mit dir mal auf den Feldposten. Wir müssen das nämlich echt schon mal nutzen und anfangen zu schießen auf das Mistvieh. Hier 55% Chance, tu das bitte mal. Ah, das ist nicht gut. Wir müssen ihn dazu bringen, hier ein bisschen herzurennen endlich. Jetzt genau, komm ran, komm ran. Du bist ja jetzt sauer. Und leck. Na, toll. Bäh. Furchtbar. Okay, jetzt haben wir ihn fast. Jetzt bloß die Frage mit... Wie viel hat er noch? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das ist ja nicht so pralle. Ich möchte mal, dass du jetzt mal feuerst. Und ihn vielleicht nicht umbringst, wenn es geht. Ja, okay, nicht umbringen scheint zu funktionieren, aber wenn du ihn dabei auch noch verletzen würdest, wäre toll gewesen.
Okay, du kommst hier hinter mit Sturm und Schuss. Ich möchte nämlich weg von dort drüben. Von da vorne, um genau zu sein. Und jetzt triff ihn doch bitte, aber bring ihn nicht ganz um. Sehr gut, sehr gut. Und jetzt kommt er nämlich nochmal angerannt. Aber erwischt uns hoffentlich noch nicht. Nein, 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 nein. Ich will doch... Ich will doch einen Kill mit Chat machen. Blöde Fähigkeiten. Dass unser Team auch nur aus Killermaschinen besteht. Ah. Okay, naja. Luxusprobleme, meine Freunde. Das sind Luxusprobleme. Jetzt müssen die erstmal rankommen, die anderen beiden hier. Da ist ein ganzer Harvester voller Mutants. Geil. Nachgeladen. Fertig und bereit. Ja, wir laden dich auch mal nach. Nachgeladen. Der Angriff jetzt gleich wird nicht witzig werden. Okay, wir setzen dich mal hier vor noch mit in die Mitte rein. Ah, das wird auch zu weit weg sein, vermute ich mal. Und auch laden. Bereit zum Angriff. Okay, jetzt sind alle wenigstens mal soweit bereit. Hört ihr das? Kommen die ran? Feinde gesichtet. Nein. Ziel verfehlt. Okay. Die erste Drohne ist weg. Das Ding hier wird wahrscheinlich gleich eine Granate reinhauen. Genau zwischen 3-4 Leute oder sowas. Nee, die wird nur extrem nah an uns ranfliegen. Was mir ja richtig Spaß macht. Okay, wir müssen die Raketen weiter benutzen gegen die. Haben wir sonst gar keine Chance. Aber vielleicht heben wir uns eine auf. Kratzen wir sie mal an mit der ersten. Und dann möchte ich erstmal, dass ihr zwei hier schaffst es. Bringt das was? Kritische Treffer. Ja, schauen wir mal. Okay, es war auf jeden Fall ein kritischer. Und die Deckung hat uns gerettet. Doppelte Portion. Ja, sehr gut. Halt, ein normaler Treffer tut es in dem Moment auch. Der muss nämlich auch noch weg da hinten. Okay, verkackt. Ansonsten hätte Lorox jetzt den kompletten Trupp ausgeschaltet. Schauen wir mal, ob wir sie noch kriegen. Ah, sieht nicht so aus. Aber die dürfen ja auch zweimal zum Glück, die Heavys. Ja, doch noch. Okay, und jetzt haben wir auch noch den letzten Rest an Deckung vernichtet. Juhu! Also, wir machen das gleiche nochmal mit Nachladen. Weil ich mir fast vorstellen könnte, dass die Mutants immer noch dort sind. Kommen wir mit... Ja, auch nicht. Und das ist auch echt gefährlich, ihn da hinzustellen. Weil wenn die hier sind... Könnten wir ihn mal dort nach vorne hinschicken? Ist das das Raumschiff, mit dem die Aliens diese Angriffe starten, während sie Menschen entführen? Tja, du stellst gute Fragen, Madame, auf die ich die Antwort nicht habe. Okay, scheint es also doch erstmal halbwegs ruhig zu sein. Das heißt, wir können es vielleicht schaffen, hier nachzugucken. Okay, die sind abgehauen. Die sind weg. Diese Feigenböcke.
so viel heißt wie, wir müssen das jetzt nutzen und okay, du bleibst hier und lädst nach. Du nutzt überhaupt erstmal gar nichts, genauso wie du. Können die uns doch noch den Rücken decken, im Fall wir gleich wieder zurücklaufen müssten. Und dann setzen wir dich mal ungefähr hier in die Mitte. Und seine Hoheit dann hier hin. Je nachdem, wie weit er kommt, bis dahin. Cyberdisk. Das heißt, wir brauchen sofort die Crazy Bane hier vorne. Wie weit kommst du? Du kommst bis hierhin. Als nächstes will ich den Lorax haben. Und der schafft's richtig weit sogar. Der schafft sogar hier hinter eine gute Deckung erstmal. Okay, du guckst doch in die richtige Richtung. Und wir müssen mit Schlitzer. Du müsstest uns mal kurz um dieses Eck darum gucken. Im Fall die Mutants nämlich nach dort abgedampft sind. Weil dann rennen die uns nämlich gleich in den Rücken und wir sind tot. Okay, wir haben also da oben irgendwas. Hallo? Ach, weil ich auf der falschen Ebene bin. Das war bestimmt doch beim letzten Mal das Problem, bei dem Terroreinsatz. Und du siehst gar nichts, ne? Okay. Dann bleib mal auf einem Feldposten. Und wir geben dir den Chat noch mit nach da vorne auf den Feldposten. Und mit dir gehen wir hier wenigstens mal eine halbe Deckung, damit du da mit... Ja gut, der kann ja jetzt noch nichts machen hier, der Chat natürlich. Aber du kannst noch mitgucken. Und jetzt hoffen wir mal, dass nicht hier gleich direkt zwischen uns hier eine Cyberdisk steht. Nein, tut sie nicht. Wir machen jetzt aber mal noch schnell eine Sache. Hier oben vollends gucken. Ah. Wir können auf das Dach rauf. Bringt uns aber, glaube ich, nichts, weil wir da keine Löcher im Dach haben. Wow, Kanonen. Ja, bringt uns nicht viel hier oben, leider. Wir stolzieren dann, glaube ich, gerade auf dem Triebwerk rum. Naja, okay, dann kannst du auf jeden Fall nochmal zurückkommen und dich dem Team wieder anschließen. Und wenn die jetzt das Triebwerk zünden, bist du voll angearscht. Das wäre irgendwie schon so ein bisschen lustig. Okay, seine Hoheit. Tja, das ist schon so ein bisschen beschissen da oben gerade. Wenn jetzt von hier einer rankommt, musst du erstmal hier hoch, würde ich sagen. Und du siehst gar nichts nach da oben. Geil. Ah, scheiße, Mann. Die sind so brutal, die Levels hier. Okay, aber du siehst jetzt wenigstens. Okay, und den Lorax schicken wir mit hier oben mit hoch. Und du guckst auch nicht so wirklich gut. Aber hoffen wir mal, dass das funktioniert oder ausreicht. Schicken wir dich noch hier mit hoch. Okay, und bevor wir jetzt den Zug fertig machen, erkläre ich euch schnell den Aufbau. Wir haben also drei Wege oben entlang. Und zwei unten entlang, die aber alle hier dann auf diese Ebene, auf diese Galerie dann enden. Hier gibt es nochmal eine Tür nach in einen kleinen Nebenraum, hier und dort. Und hier nochmal eben so, ja, quasi ein Raum, was hier also außen rum geht. Hier geht es von den Nebenräumen in den Raum.
Und hier vorne geht es dann nochmal in den nächsten Raum, in die Brücke. Das heißt, wir müssen halt jetzt irgendwie gucken, dass wir diese 5 Wege hier überwinden und so absichern, dass wir dann in den Raum kommen und dort möglichst eine Feuerlinie aufstellen. Hier ist übrigens ganz offen, hier ist gar keine Tür. Ja, und dass wir dann eben möglichst eine Feuerlinie aufstellen, mit der wir den Raum abdecken, von der uns aber auch nicht in den Rücken gefallen wird. Okay. Happy Hanukkah und so, ne?